Was spielen wir denn heute? Tausend Jahre später. Ja, unglaublich. Und weißt du, was sie dann gesagt haben, als ich das gefragt habe? Ja, dann sagen die doch eiskalt soon. Glaubst du das? Soon. Einfach soon. Mehr nicht. Ja, und genauso ist das jedes Mal gefühlt, wenn ich meine PlayStation 4 Minecraft-Version starte. Und das ist halt wirklich noch nicht einmal das Einzige, was in dieser Version absolut schief läuft. Damit aber zunächst einmal natürlich einen schleimtastischen Tag an alle Zuschauer da draußen. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Das heutige Video wird wieder sehr, sehr ehrlich, muss ich sagen. Und eine Art Zusammentragung, wenn es das Wort überhaupt gibt, aus allen möglichen Dingen, die aktuell auf dieser PlayStation 4 Bedrock Edition von Minecraft absolut nicht sein können. Ich weiß, der Titel ist vielleicht etwas gewagter als sonst, aber solltest du aktuell wirklich Überlegungen tätigen, die PlayStation 4 Version des Spiels zu kaufen, kann ich dir ehrlicherweise auf jeden Fall zum momentanen Zeitpunkt nur davon abraten. Warum, fragst du dich? Erkläre ich dir sofort kurz und knackig oder so kurz und knackig wie möglich jedenfalls. Dafür müssen wir allerdings erstmal weit, weit in die Vergangenheit reisen, als es noch keine sogenannte Bedrock Edition gab. Ganz genau, die gibt es nämlich gar nicht mal so lange. Also ich meine jetzt wirklich die Bedrock Edition, wie wir sie heute kennen, dieses Better Together Update. Damals war es ja die Pocket Edition, jetzt ist es ja diese große neue Plattform praktisch. Vorher gab es halt wirklich nur diese stinknormale Konsolenversion von Minecraft, die noch von 4J Studios, Grüße gehen raus, wir vermissen euch, regelmäßig geupdatet wurde. Naja, mehr oder weniger regelmäßig halt. Denn grob erklärt, Java und die Xbox-Version haben immer die neuesten Updates als erstes bekommen. PlayStation 4 und damals auch noch die PlayStation 3-Version waren immer Nachzügler und das bei jedem kleinsten Update, was da so kam. Bei jedem, wirklich jedem Update war das so. Damit aber halt noch nicht mal genug. Im September 2017 kam das große Better Together Update raus und sollte diese Bedrock-Versionen nun auch auf die Konsolen bringen. Das hat dann Crossplay zwischen Handy, Windows 10 und auch Xbox versprochen und die PlayStation 4 Version blieb davon wieder einmal verschont, da Sony sich gegen Crossplay querstellte. Das war 2007, also nach weiteren 2 Jahren, in denen wir sehr oft auf Updates länger warten mussten und oft dazu keinerlei News bekommen haben in irgendeiner Form, erschien dann am 10. Dezember 2019 mit mehr als 2 Jahren Verspätung das Bedrock Update für die PlayStation 4 Edition. Ist doch gut, denkt ihr alle, oder? Nun ja, der Hauptgrund, warum sich alle oder die ganzen Leute auf diese Version freuten, waren Server, Realms und auch Crossplay. 2 dieser Features sind bis heute nicht im Spiel, sprich Server und Realms, die fehlen halt einfach. Crossplay zwischen anderen Plattformen auf der PlayStation 4, mal Hand aufs Herz und ganz ehrlich, funktioniert nicht einwandfrei und ist meiner Meinung nach eine reine Katastrophe. Also du kannst weder auf Servern spielen, noch deinen eigenen Realm-Server erstellen und ebenfalls noch nicht mal mit deinen Freunden von der Xbox auf einer Welt spielen, zumindest nicht in den meisten Fällen. Ich habe es bis heute nicht ein einziges Mal hinbekommen, mit meinem Kumpel auf der Xbox zu spielen, wenn ich auf der PlayStation bin. Es funktioniert halt einfach nicht. Und das einfach erneut schon fast wieder nach einem Jahr warten. Das ist unglaublich. 1 Jahr lang ohne Infos, Neuigkeiten oder irgendwelchen offiziellen Hinweisen. Es gab immer nur soon, Server kommen in einem zukünftigen Update und das war es. Zudem muss man sagen, ist das Spiel von vorne bis hinten voller Fehler. Ich habe wirklich kein Problem damit, dass Games mal abstürzen. Kann mal passieren, passiert den besten Spielen, ist halt ehrlich auch so, kommt hier und da immer mal wieder vor. Aber so viele Crashes, Ladeverzögerungen, wir haben es ja im Pre-Intro erwähnt, dieser Ladebildschirm, der einfach unendlich lange ist. Du kannst das Game so oft restarten, wie du willst. Du musst es deinstallieren, weil diese Knopfkombination, die auch nicht funktioniert, einfach gar nichts bringt. Und dann gibt es einfach mal Bugs, jede Menge wie in diesem Spiel. Also das habe ich selber noch nie erlebt, muss ich sagen. Das wirklich Positivste, was man aus dieser Version rausziehen kann, sind die aktiven Content-Updates und der Marketplace. Du hast also trotz alledem irgendwie immer eine Beschäftigung. Natürlich musst du für den Marketplace Geld ausgeben. Hier und da gibt es aber kostenlose, ich sag mal, Capes, Skins
oder Texturenpakete wie auch irgendwelche Maps, aber die Updates jeglicher Art erscheinen nämlich zeitgleich mit Java und allen anderen unterstützten Plattformen, was sehr gut ist. Aber trotzdem wird die PlayStation-Version immer ein Nachzügler bleiben. Erneut müssen wir jetzt über ein Jahr lang warten, nur dass wir Server und Realms bekommen. Also ich gehe davon aus, dass wir es dieses Jahr noch bekommen werden. Falls nicht, das kann natürlich auch vorkommen. Und ich finde es wirklich lachhaft, dass das immer so, ja, in den Hintergrund gerät und irgendwie, ich sag mal wirklich auf gut Deutsch, darauf geschissen wird, was die PlayStation 4 Spieler da auf der Minecraft-Version machen. Es ist irgendwie so, als ob man sie davon vergrollen möchte, dass sie alle rüber wechseln oder wie auch immer. Und das schaffen sie auch tatsächlich. Es spielt auch absolut gar keine Rolle, wer daran momentan schuld ist, ob es Microsoft ist oder Sony. Es ist wirklich total egal. Wichtig ist halt wirklich nur, dass du dir im Klaren darüber sein musst, ob du dir das antun möchtest. Wenn du noch die Wahl hast, glaube mir, wähle zum momentanen Zeitpunkt auf jeden Fall noch nicht die PlayStation 4 Version. Es ist einfach nur Fluch und Segen zugleich und der verfluchte Teil überwiegt hier ganz klar die ganze Sache, ehrlicherweise. Das ist einfach nur, was ich auch ein paar Leuten auf den Weg mitgeben wollte. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, welche Probleme ihr PlayStation 4 Spieler momentan noch so habt. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Ich bin mir sicher, da kommen einige Listen, auf jeden Fall sehr, sehr lange Kommentare. Wie gesagt, interessiert mich trotzdem sehr. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, entschuldige mich hier nochmal für den Titel oder dieses sehr, sehr ehrliche Video, aber das ist, denke ich mal, etwas, das mich auszeichnet. Ich möchte einfach immer meine Meinung sagen. Das ist halt einfach so. So, ich verabschiede mich, Freunde. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ciao!